Da sind wir wieder, ihr sozialen Gamer da draußen und ja, willkommen auf meinem Channel Into the North und das war eine ziemlich verkackte Anmod, aber egal. Es ist mal wieder Zeit für Battlefield 4, den Multiplayer. Ich sitze hier natürlich gerade im Transport-Heli. Wir sind auf Seiten der USA und kämpfen gegen die Russen, spielen natürlich wieder den Modus Conquest oder auch Eroberung im Deutschen groß. Ihr wisst ja, klein, das Problem habe ich jetzt schon oft genug, geht ja nicht mehr, das habe ich jetzt schon oft genug angekündigt und erklärt. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal für alle erklären. Ja, wir spielen wieder den Pionier mit unserer schönen SKS. Die Tarnung habe ich noch nicht umgeändert. 800 Tickets, es ist noch derselbe Server, dieselbe Session, deswegen bin ich heute wieder solo unterwegs. Aber ihr seht, eine riesige Schneemap. Und hier habt ihr die größten Karten, die es im Battlefield gibt. Und die Map ist sehr selten, aber sehr cool. Habe ich schon 3-4 Mal gespielt, glaube ich. Hammerhead heißt die. Und das ist eine Map aus dem DLC. Na, was war das denn noch gleich? Final Stand. Genau, das sind so Schneemaps und die sind sehr cool. Da sind sehr viele coole Maps bei. So, hier steige ich mal aus. Und den killen wir jetzt mit der SKS. Oh Mist, schade. Oh, der hatte die G18. Da kann ich auf kurze Entfernung, da ziehe ich natürlich den kürzeren. Das war natürlich klar. Na gut, aber Hammerhead heißt die Karte und ich liebe Final Stand. Final Stand ist sehr schön. Ah, ich finde eigentlich alle DLCs ziemlich cool. Final Stand ist schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, jetzt wollte ich ja noch was tun. Und zwar... einmal... oh, grünes Laservisier. Das finde ich immer cool. Das ist voll special, weil das ist total selten irgendwie. Hüftfeuer. Grünes habe ich fast nie. Okay, das machen wir doch mal. Haben wir hier noch was? Schalldämpfer? Nee, Schalldämpfer ist blöd. Genau, ich wollte nämlich gucken, wie... Alligator, wie das nämlich aussieht. Oh ja, das sieht schön aus. Was haben wir noch? Orca. Ich weiß, ihr wollt den Kampf sehen. Machen wir auch gleich. Na, ich würde aber sagen, wir nehmen... Alligator, das sieht gut aus. Ach ja, das ist übrigens auch cool. Es gibt so einen fliegenden Panzer. Hier kann man es nochmal sehen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Erinnert mich so ein bisschen an Battlefield 1942, das DLC World War II. Oder Weapons of... Secret Weapons of World War II ist das. Sehr, sehr cool. Hat Bock gemacht. Obwohl ich The Road to Rome fand ich am besten das DLC. Könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr vielleicht noch zu jung seid, um das Ganze spielen zu können. Ich gehöre zwar auch noch nicht zu der Generation, die damals alles von Anfang an miterlebt haben. Wie gesagt, mein erstes Spiel war Bad Company 1. Das ist jetzt schon 2009. Aber... egal. Oh, ich bin ein Pionier. Ich könnte jetzt heilen, aber der bleibt eh nicht stehen. Aber der fährt mir ein bisschen zu sehr Offroad. Oh, wen haben wir denn da? Stimmt, ich habe ja den RPG natürlich an Start. Wir sollen uns ja schon wehren können, ne? Oh, bitte bleib so stehen. Bitte, bitte bleib so stehen. Bitte, 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 bitte. Oh, er wird gekillt. Ja, voll, da hast du keine Chance. SKS, PSO, vierfacher Scope, das sollten wir mal ausprobieren. Ich bin zwar, wie gesagt, bei der MK war es ja auch, ich bin zwar nicht so ein Fan davon, von diesen weiten Scopes für diese Schützengewehre, aber wir könnten es ja mal ausprobieren. Ausprobieren sollte man es immer. Wo war das denn? Dann ist heute mal ein bisschen viel Waffen modifizieren. Wo war das denn hier? Mittlere Distanz, da haben wir es doch. Das könnten wir mal ausprobieren. Mal gucken, was das überhaupt für ein Scope ist. Ach, so eins. Ah, die sind aber eigentlich ganz gut, die Scopes. Das ist auch so ein typisches russisches Sniper-Visier. Okay, ich nehme jetzt mal einen. Ah, da haben wir doch jemanden. Oh, da waren noch mehrere. Verdammt. Wie gesagt, es ist derselbe Server, deswegen sind auch noch dieselben Namen. Oh mein Gott, das ist AWS. Oh mein Gott, nein. Der hat uns schon wieder gekillt. Also AWS heißt die Waffe. Er heißt, glaube ich, Samse irgendwas. Sumse, Samse, was auch immer. Komm schon, überlebe. Oh, verdammt. Oh nein, wieso bin ich hier gespawnt? Wer bewegt sich immer nicht? Oh, aber da haben wir eine schöne Chance. Komm schon, ich will ihn töten. Verdammt. Oh, das war ein Fehler. Okay, ich glaube, wir machen langsam einen Fehler hier. Verdammt, ich verzieh mich hier. Das wird mir zu heiß. Hallo? Achtung, hab ein feindliches, leicht gepanzertes Fahrzeug. Ober. Ne, der ist zu weit weg. Ich glaube, das wird ein bisschen riskant. Zum Glück habe ich viel Munition. 6 Raketen habe ich ja noch. Das Scope hat schon eine gute Entfernung. Der Schneefall ist natürlich ein bisschen behindernd, aber ich finde den Schnee natürlich sehr cool. Das macht es ja nur authentischer. Ah, ich liebe Schneelevels. In Battlefield 3 gab es leider keine.
Deswegen habe ich die sehr vermisst. In Bad Company 2 gab es, glaube ich, auch nur eine Karte oder zwei, aber die waren sehr, sehr geil. Ah, ich liebe Bad Company 2. Oh, jetzt können wir den vielleicht nochmal einem zusetzen hier. Oh, Mist. Da, das ist genau, die meinte ich. Das ist die SV-98, das ist die russische Sniper. Selbe Modell wie die SVD... Was haben wir denn jetzt für eine? 98? Nee, 98 war die Sniper. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Oh, wir könnten als Gunner mit einsteigen. Das finde ich super. Genau, das habe ich vergessen. Ich hatte ja das Ding noch damals modifiziert. Damit kann ich nicht auf Bodenfahrzeuge schießen. Was sehr, sehr nützlich sein kann. Und wir haben den anderen Heli auch noch. Perfekt. Ja, jetzt haben wir die Luft natürlich für uns. Aber bitte sag mir, dass du fliegen kannst. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Was macht der denn? Der ist ausgestiegen. Ist ja wahnsinnig. Egal, dann übernehmen wir jetzt den Heli. Wir können ja schließlich auch fliegen. Oh, Mist. Da ist allerdings ein schwieriger Feind. Nein, ich muss hier raus. Gegner eliminiert. Ja, noch mal ebenso im Vorbeifliegen. Haben wir ihn noch gekillt. So, dann mache ich hier mal eine Notlandung. Wir müssen uns dringend regenerieren, weil so ein Heli ist natürlich schnell repariert, aber dafür auch schnell kaputt. Und das ist so vom Fluggefühl auch immer noch der beste Heli, finde ich. Der Viper war auch damals schon in Battlefield 3 der beste. Der neue von den Chinesen gefällt mir auch sehr, aber eher optisch. Gefällt er mir am liebsten. So ist er in Ordnung, aber jetzt nicht so geil. Aber der Havoc ist immer noch am schlechtesten, was Fluggefühl angeht. Aber ich kann sie alle fliegen, ich mag sie alle gerne. Oh, wen haben wir denn da? Und den haben wir auch wieder eliminiert. Schön. Oh, nicht gut. Oh, was mache ich denn? Ich fliege auch noch auf den Panzer zu. Ich benutze erstmal meinen Störsender und dann sollten wir abhauen. Hinter den Hügel. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht unbedingt reparieren. Oh mein Gott. Ich habe gerade nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass da ein anderer war. Ein anderer Heli. Ich habe den jetzt wirklich nicht gesehen. Ich habe gerade auf meine Schussanzeige geachtet. Ich sollte die letzten vier auch mal abschießen. Dann laden wir nochmal nach. Haben wir ein volles Magazin. Das ist, glaube ich, besser. Ah, das ist meine Hauptbeschäftigung. Fliegen. Ich liebe es. Jetzt haben wir auch die Luft auf unserer Seite hier. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Vorherrschaft. Oh nein, wir werden schon wieder beschossen. Wo ist denn dieses Fahrzeug hier? Ich sehe es nicht. Oh, ich liebe den Viper. Man kann so schön schnell mit dem Ballern und fliegen. Da könnte ich jetzt auch durchfliegen, aber ich mache es lieber nicht, denn normalerweise kriege ich das meistens hin in 8 von 10 Fällen. Aber da ich aufnehme, wird 100% der Vorführeffekt dann seinen Lauf nehmen. Oh, wir sollten mal unseren Freund hier unterstützen. Ah, Mist, er hat seine Störsender noch aktiv gehabt. Oh, ich glaube, er ist ausgestiegen. Ja, er ist ausgestiegen. Unser Jet ist auch noch in der Luft, das ist gut. Wir sollten aber jetzt langsam mal nachladen. Was ist mit dem da? Der steigt auch raus? Okay. Ah, da haben wir doch wieder jemanden. Gucken, ob wir dich bekommen. Leider nicht. Oh, Mist, das ist noch ein Panzer. Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Okay, doch, der hat uns gesehen. Nee, das ist gar... Doch, das war ein anderer Panzer, der auf uns schießt. Und wir sollten auch ganz schnell hier weg. Jetzt hätte ich gerne einen Gunner. Jetzt hätte ich auch gerne meinen Kumpel dabei, weil... Der ist ein super Gunner. Oh nein, was mache ich denn? Nein, 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 nein. Ganz ruhig. Boah, so, notlanden. Und reparieren. Nee, weil der ist ein super Gunner. Ich weiß, damals noch in Battlefield 3 waren wir das beste Team. Immer auf Operation Firestorm. Immer zusammen. Er war der Gunner, ich war der Pilot und wir haben alles weggerotzt. Alles. Das war genial. Aber da waren wir auch schon sehr weit aufgetunt. Ich hatte Thermaloptik und er hatte dann auch noch Nachtsicht und all so ein Scheiß. Also damit konnte man sehr gut austeilen. Den haben wir auch gut ausgeteilt gerade. Oh, wir sollten aufpassen, der versucht uns gerade runterzuholen. Nee, das ist ein anderer Panzer, der versucht uns da runterzuholen. Oh, ich hatte noch eine Rakete. Das ist schlecht. Oh, wie ich das liebe. Helikopterfliegen. Für mich gibt es nichts Geileres in Battlefield. Das ist natürlich das Einzige, was ich echt schade finde in Battlefield 1. Natürlich dadurch, dass es natürlich ins Erste Weltkrieg, was ich natürlich mega liebe. Kann ich aber natürlich nicht mehr... Oh, wir haben endlich einen Gunner. Kann ich natürlich nicht mehr so viel Heli fliegen, weil da gibt es ja noch keine Helis. Mich würde auch mal interessieren, schreibt es doch mal in die Kommentare, was würdet ihr als nächstes gerne für ein Genre sehen? Was ich ja immer wieder sage, ich will eigentlich, was ich mal sehr gerne hätte, wäre ein richtig guter, ordentlicher Vietnam-Shooter. Ah, schön wieder weggerotzt. Ich weiß, weggerotzt klingt richtig vornehm, aber das ist so meine Art. Das ist so mein Standardspruch. Mir gefällt der Gunner, der ist auch nicht schlecht.
Wow, 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 wow. Nein, das ist nicht so gut. Ah, jetzt hat er natürlich kein Vertrauen mehr in mir. Ah, manchmal passiert das halt. Egal, wir waren lange genug im Edi. Stimmt, es gibt zwei, tatsächlich. Dann nehmen wir den Heli. Der ist zwar auch nicht viel besser, aber... Oh, doch. Wir sind wenigstens an einer Gun. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Das finde ich gut. So. 4 zu 5. Ja, wir müssen mal ein bisschen uns ins Zeug legen. Dafür waren die meisten Kills Heli-Kills. Oh nein, nicht gut. Ah, den können wir mal uns unter Beschuss nehmen hier. Ich kann gerade nicht mehr feuern und ich weiß nicht, wieso. Jawoll, den haben wir erwischt. Mist, den killen wir. Was hast du vor? Du solltest mal nach oben gehen. Wir werden nämlich hart beschossen. Wir werden hart beschossen. Nein, nein, das ist zu tief. Oh mein Gott. Kann mir sowas nicht hinkommen. Gut, dann gehen wir mal nach C rein. Da ist ja der fliegende Panzer. Jetzt sieht man ihn nochmal richtig. Konnten wir das Scope noch gar nicht so richtig testen, ob es gut ist oder nicht. Oh, das war auch mal ein bitterer Tod. Hier bin ich mal eingesunken und bin unter das Eis gekommen. Und wie im echten Leben habe ich den Ausgang nicht mehr gefunden und bin ersoffen. Das war nicht so geil. So, hier bleibe ich jetzt sitzen. Und es bleibt alles so, wie es ist. Okay, der bleibt auch da hinten sitzen. So. Oh, da war doch einer. Hier sitzen. Wo könnten wir jetzt hin? Oh, 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 Feinde. Viele Feinde. Ah, oh, Scope ist gar nicht so schlecht. Ah, Mist. Oh mein Gott. Das ist Mr. Fuck. Den hatten wir schon. Mr. Fuck. Okay. Den hatten wir schon in Kaspische Grenze. Hatten wir auch. Oh, ich bin die ganze Zeit überlegen, wo wir hin könnten. Ich will ja ein bisschen Infanterie-Action natürlich auch euch mal wieder zeigen. Oh, hier ist das ganze Squad. Das ist doch was Schönes. Da ist er. Den hätten wir fast gekillt. Und dann sowas. Ich sehe gerade ein Feind. Ja, Heli drin? Ich meine, ich war ja auch schon mal mit einem Little Bird. Tatsächlich, man kann so auch viel töten. Ach nee, das war so eine Drohne. Ich weiß gar nicht, wie man die einsetzt. Naja. Boah, ich werde gerade ein bisschen müde, gebe ich ja echt zu. Ich zocke nämlich gerade schon eine ganze Weile hier. Das ist jetzt, glaube ich, schon die vierte Aufnahme. Also die dritte, die funktioniert hat. Aber die vierte, also die allererste Aufnahme, Seidenstraße, damals, die hat nicht funktioniert. Das heißt, damals ist dieselbe Aufnahmesession. Aber ich zocke noch gar nicht, obwohl, nee, so lange zocke ich noch gar nicht. Eine Stunde und 10 Minuten ungefähr. Ah, schön den Abrams fahren. Immer noch der beste Panzer. Oh, ich hab schon wieder vergessen, Thermaloptik umzustellen. Mein Gott, wann lerne ich das denn endlich? Das ist ein Nein! Was ist ein Nein? Ich verstehe dich nicht. So. Oh, da haben wir schon einen Besucher. Aber es ist nur ein leichter Panzer, den kriegen wir klein. Oh nein, was mach ich denn? Nein, ich bin in die Gefütze gefallen. Nein! Oh Mann, den hätte ich sogar kriegen müssen. Da ist er. Oh Mann, den hätte ich echt kriegen können. Nein, ich bin so gut wie tot. Nimm wenigstens noch die Rakete. Nein. Oh Mann. Ach, den. Ja, den kennen wir auch noch. Das ist ja auch derselbe Server. Was für ein Zufall. Mist. So, aber dann kann ich das jetzt mal eben machen. Das geht doch hier irgendwo. Fahrzeuge. Ah, nee, genau. Fahrzeuge. Da ist er. Kampfpanzer, genau. Ich würde nämlich gerne Thermaloptik umändern in IRNV. Das ist nämlich diese Nachtsicht. Okay. Und wenn ich jetzt wieder sage, ich will... Ja, perfekt. Dann passt das ja. Okay. Machen wir weiter. Oh, mir fällt gerade auf, ich muss meine Tarnung mal ändern. Ich weiß, es erscheint vielen wahrscheinlich unnötig, aber ich ändere immer meine Tarnung, je nach Map, weil man sich so dann besser nicht so krass auffällt. So, nehmen wir mal die hier. Auch wenn das eine Wüstentarnung ist, sie ist aber deutlich heller, was heißt, dass wir hier besser getarnt sind, außer natürlich in solchen Räumen, aber das kann man nie ändern. 600 Tickets, mein Gott, die Runde ist aber ein bisschen schleichend, finde ich. Oh nein, da war einer.
Vielleicht hätten wir den dann erwischen können. So, da sollten wir vielleicht mal hinterherlaufen. Ich glaube, ich gehe da mal mit der Pistole rein. Wo ist der denn hin? Oh, lololo, wir sollten weg. Nein, lass mich durch. Oh Mann, wegen solchen Leuten steht man immer. Das war schon wieder fuck. Oh Mann. Naja. Okay, weiter geht's. Ich bin gerade am Überlegen, ob es vielleicht besser wäre. Kann man hier irgendwas ändern? Ich glaube nicht, ne? Naja, Conny, dann machen wir das erstmal. Lassen wir das so. Komm, ich würde sagen, wir nehmen da mal Flaggen ein, wenn wir eh nichts zu tun haben hier. Obwohl, es ist Krieg, wir haben eigentlich immer was zu tun. Ah, jetzt hätte ich das Ding gebrauchen können. Mist, jetzt haben die beide Helis. Nee, das wird... Hat er uns gesehen? Ach, ich brauche das gar nicht versuchen, das ist damals in Battlefield 3 hatte ich nur einen Glücksschuss. Oh, schön, Schneemobil, hehe. Und nichts wie weg hier. Oh. Oh, wurde ich. Oh. Wurde ich promoted? Keine Ahnung, kann sein. Schon wieder der Typ, ey, das gibt's doch nicht. Aber wurde ich jetzt, befördert? Rang 71? Das wäre cool. Das steht doch bestimmt hier. Nein. Okay, dann wird's gleich eine Überraschung. Ich bin mal gespannt. Okay. Die hole ich mir wieder, mein Freund. Du blöder Sack da hinten. Komm her, du Sack. Ah, schade, wir haben ihn nicht getroffen. Nein, mein Freund, die holen wir uns wieder. Die Station wirst du nicht einnehmen. Und jetzt werde ich dich persönlich ins Kreuzfeuer nehmen. Da unten kannst du dich nicht verstecken. Komm schon, geh da hoch. Okay, es war vielleicht ein bisschen riskant, einen Panzer alleine anzugreifen. Scheiße! Ah, ich hab ihn doch noch getroffen. Perfekt. Los, Leute, zerlegen wir ihn. Zusammen. Shit. Ah, Mann, ich habe noch zwei Schüsse übrig. Mist! Wir haben schon wieder einen anderen getötet. Mikigo! Nee, Mikigio 90. Hm. Mist, wo spawnen wir jetzt? Gut, dass ich da nicht gespawnt bin. Wird F weggenommen? Nee. Wir sind leider am Verlieren, wie es aussieht. Oh, Leute, das wird eine sehr lange Runde auf jeden Fall. Was ist denn das für ein Fahrzeug? Och, nee. Mist, ich weiß nicht, wo ich spawnen kann. Sonst warten wir mal, bis die gleich irgendwo aussteigen, dann können wir bei denen spawnen. Oh, sie werden es aber nicht überleben. Doch, nein. Shit, sie sind tot. Na, ich glaube, dazu spawnen wir ziemlich dämlich. Spawn ich mal hier. Können wir nämlich nach B rein. Ich habe feindliche Soldaten gesehen. Okay. Weiter geht's. Oh, jetzt wird's ein bisschen laut wegen dem Panzer. Wie komm ich da jetzt rein? Hallo? Was ist der Eingang weiter da hinten? Oh. Ja, ja, wir bewegen uns schon. Oh, da ist irgendwo... Oh, die haben Sichtdeckung. Wow! Oh, ich hasse Schrotflinten! Und genau deswegen mag ich keine Schrotflinten. Die sind für... Tut mir leid, wenn ich da jetzt den einen oder anderen beleidige, aber Schrotflinten sind einfach für Nichtskönner. Ohne Witz, ihr müsst nichts können. Ihr müsst einfach nur draufhalten. Ich mag solche Waffen nicht. Ich sag nicht, dass jeder unbedingt der Hardcore-Skiller werden muss. Aber ich find's schon schön, wenn man wenigstens von jemandem gekillt wird, der sich Mühe gegeben hat. Und nicht einfach mit einer blöden, dreckigen Schrotflinte vorbeikommt. Wow, hallo, wow. Oh, die ist krass. MP7, die hatte ich auch mal eine Weile. Die ist krass. Aber der wäre fast tot gewesen. 14%.
Tja, so ist das Leben. Perfekt. Damit können wir doch schnell in die anderen Stationen. Wie es aussieht, versuchen wir jetzt gerade alle B einzunehmen, ne? Sollten wir da mal hin. Ich hätte ja auch eigentlich direkt spawnen können. War jetzt vielleicht ein bisschen unnötig, den Heli zu nehmen. Naja, gut. Okay. Ich glaube, ich versuche mal D einzunehmen, während die sich nämlich da alle kloppen. Sind vielleicht weniger bei D. Wow, was war das denn? Irgendwas ist gegen uns geflogen. Oh mein Gott, wow. Shit, ich muss raus. Ich sehe nichts. Ich bin verwirrt, okay. Wir haben nochmal eine Chance. Okay, das müsste reichen. Oh shit, Pionier. Den nehme ich mit. Boah, Glück gehabt. Aber irgendwer hat noch auf uns geschossen. Oh nein, ich höre Schritte. Oh mein Gott. Boah. Oh, die SKS ist super und ich mag das Visier doch. Das ist auch auf Kurzentfernung ganz gut. Das andere Scope fand ich ja nicht so geil bei der MK. Wo bleibe ich am besten jetzt stehen? Kann ich hier drunter? Ah, Mist, ich kann nicht drunter. Einsatzziel Charlie neutralisiert. Oh nein. Oh mein Gott. Ich habe so, jetzt weiß ich natürlich, wo wir sind. Der wird aber nicht mehr lange da drin sitzen. Ja, den haben wir gleich. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Wow. Nein, scheiße, ich hätte messern sollen. Aber er hätte noch abwehren können eventuell. Aber im Notfall besser messern, glaube ich. Mist. Aber den Panzer haben wir wenigstens noch zerstört. Der hat sich ausgebrannt. Wahrscheinlich. Oh, F wird weggenommen. Mist, jetzt werde ich gerade bei F spawnen. Wow, was feuert da auf uns? Bestimmt ein Heli oder so. Ah, oh, komm schon, Junge, beweg dich. Panzer? Och man, Leute. Nee, jetzt ernsthaft? Ah, ich dachte, ein Jet hätte mich weggeholt. Heli ist ja noch legitim, aber ein Jet, ey? Ich habe es ja noch, glaube ich, noch nie geschafft, einen Infanteristen mit einem Jet wegzuballern. Also, manche können das ja, aber das kann ich nicht. Ich kann zwar sehr gut fliegen, aber das, nee. Das kann ich nicht. Wow! Einsatzziel Charlie wurde gerade neutralisiert. Wir sollten mit unserem Squad weiter zusammenlaufen, so können wir vielleicht mehr erreichen. Ja, was habe ich gerade gesagt? Zusammenlaufen. Achtung, Achtung! Können wir denn noch hin? Sie haben wir auch reingenommen. Oh, das wird eine sehr schleichende Runde. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Wir haben die Kontrolle über Einsatz. Probieren wir es mal hier lang. Irgendwie müssen wir ja hier rauskommen. Ah, hier haben wir doch was. Ich habe einen feindlichen Helikopter genau östlich deiner aktuellen Position gesichert. Ah, hier kommen wir raus. Oh nein, da ist ein Panzer. Ja, wir haben ihn erwischt. Oh, wir haben ihn zerstört. Das gibt's ja nicht. Habe ich mich einmal konzentriert. Ich glaube, ich nutze mal ganz kurz die Gelegenheit. Und gehe mal... Da kann ich nicht hin? Okay. Geh mal hier in Deckung. Denn ich weiß jetzt echt nicht, wie lange wir zocken. Weil vielleicht muss ich das ein bisschen splitten, weil sonst wird es ein bisschen zu lang. Ich guck mal ganz kurz, wie lange wir noch aufnehmen. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment. Minuten? Na gut, müssen können wir, ne? Nur 6 Minuten sollten wir noch machen können. Aber alles, was über eine halbe Stunde geht, ist für mich gefährlich, denn das Aufnahmeprogramm hat ja so einen kleinen Schaden irgendwie letzte Zeit. Oh mein Gott, sollte ich jetzt schießen? Ich tue es.
Oh, ich habe sogar beide gekillt. Aha, wie geil ist das denn? Okay, das war jetzt echt nice. Oh nein, bitte bring mich nicht um. Oh, hatte ich Glück. Oh, habe ich Glück gehabt. Ich muss jetzt ganz schnell hier weg. Boah, shit. Nein. Das war der, den ich noch töten wollte. Ah, okay, wenigstens ist er jetzt noch tot. Okay, so wie gesagt, 6 Minuten oder so nehme ich noch auf. Aber alles, was drüber geht, über eine halbe Stunde, ist gefährlich, weil dann könnte die Aufnahme abkacken. Da ist die ganze Folge nämlich umsonst. Und deswegen splitte ich dann lieber nach einer halben Stunde. Östlich deiner Position. Und dann teilen wir das halt einmal in 2 Teile auf. Jetzt halt eine Folge mehr. Ey, ich sehe einen feindlichen Soldaten. Was? Wie hat er das denn gerade gesagt? Ich sehe einen feindlichen Soldaten. Ich wollte das nur mal sagen. Oh mein Gott. Oh, ich wollte ihnen den Gnadenschuss geben. Ihr seid doch alle so aggressiv. Tut das nicht. Wieso? Wieso immer der ganze Krieg? Ja, wieso spiele ich dann eigentlich Battlefield? Egal. Ich weiß auch schon wieder nicht, was ich hier laber. Keine Ahnung. Es wäre irgendeine Langeweile, die ich habe. So, was haben wir denn noch nicht? D. Was? Wir haben so viele Flaggen? Ich habe irgendwie ganz das Gefühl, dass wir die ganze Zeit Flaggen halten, aber trotzdem so viele Tickets verlieren. Oh, sieh mal einer an. Hallo? Oh, ich glaube, von hier können wir den ganz gut erwischen. Viel Deckung. Oh, da ist er schon weg. Ja, mein Freund, so schnell kann es gehen. Scheiße. Wow. Ich sehe nichts. Oh, ich mag das Go. Wo können wir denn noch hin? F. Wir versuchen mal F heimlich einzunehmen. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht nicht. Vielleicht schon. Wir gucken einfach. Wow. Okay, es war, glaube ich, keine gute Idee, hier rauszugehen. Was? Wir haben Sonnenhobitzenschuss mit 99% Leben überlebt. Das gibt's ja nicht. Oh nein, da hinten sind schon viele Feinde. Ich höre Schritte. Oh, es war zum Glück einer von uns. Oh nein, ich gehe weg. Der Panzer kommt. Der wird uns auch hinterher rennen. Ich muss ganz schnell weg. Aber ich glaube nicht, dass wir überleben. Ne, das war klar. Wenn uns so ein Panzer verfolgt, hast du keine Chance. Oh, der Angel. Sieh mal an, Mr. Angel ist wieder da. Level 140. Mein Gott, wie viele Leute haben denn Level 140? Das müssen doch diese Hardcore-Suchtis sein, die wirklich nichts anderes spielen außer Battlefield. Ich meine, es sei ihnen ja gegönnt, ne? So, den werde ich jetzt aber nicht lange fliegen. Den werde ich einfach nur benutzen, um schnell nach F zu kommen. Oh ne, nach F gehe ich glaube ich nicht mehr. Da sind zu viele Panzer. Dann sollten wir den mal probieren. Das Problem ist, die Map ist eigentlich sehr groß. Aber die meisten Stationen sind doch ziemlich hart besetzt. Oh, A wird weggenommen. Das lasse ich nicht zu, mein Freund. Ach ne, A wird eingenommen. Okay, dann sollten wir A mal einnehmen. Oh, ich weiß nicht, was da auf uns ballert. Aber ich gehe mal raus. Ah, da hinten, oder was? Nein, aua. Aua. Hallo? Wow. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht auf dem Bildschirm geguckt. Mann, manchmal muss ich auf mein Mikro gucken, weil ich das richten muss. Naja. Wie viele Tickets haben wir denn noch? 300, 400. Ja gut, dann würde ich sagen, dann splitten wir einmal den, die Folge. Dann machen wir halt 2 Teile draus. Ist mir lieber, Leute, weil bevor die Aufnahme abkackt, wisst ihr, haben wir lieber 2 Folgen. Gar nicht. Deswegen, ja, würde ich sagen, es hat Spaß gemacht. Wenn euch das gefallen hat, dann liked das Video oder einen netten Kommentar oder empfehlt mich weiter. Alles gerne gesehen. Und dann würde ich jetzt sagen, bleibt mir nichts anderes mehr übrig, außer zu sagen, es war schön mit euch. Und dann ziehen wir, jetzt gehe ich mal hier in die Ecke und dann ziehen wir in der nächsten Folge in denselben Krieg auf der Map Hammerhead bei dem DSC Final Stand. Als ein US Navy-Soldat. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.